Hallo, ganz zum Ende kommt, wer sich hier durchgearbeitet hat, dann ein kleines Video mit Igeln. Danke, wir bedanken uns alle zusammen. Die Igel, die Mitarbeiter der Initiative Lebensgrundlage Cottbus und ich ganz besonders, dass ihr das Video bis zum Ende durchguckt. Danke. Tschüss. Hallo. Jamba, 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 Jamba. So, ich bin zu sehen, bin ich zu sehen? Ich bin zu sehen, bin zu sehen. Bevor ich heute mit dem Igel-Video anfange, machen wir noch was anderes. Wir retten ein paar. Wir retten die Nahrung der Igel. So, los geht's. Und zwar geht es heute um diese kleinen, niedlichen Tierchen. Es hat nämlich hier. Da ist heute tatsächlich mal ein bisschen über den ganzen Tag geregnet. Es war natürlich Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen. Ganz wenig Fläche. So, was haben wir denn da? Was ist denn das? Da ist ein. Da. Ne? Ihr seht, hier ist meine Strecke, mit der ich immer, wenn ich immer losfahre oder rausfahre. Und da ist noch eine. So groß wollen wir gar nicht haben. Da ist noch jemand. Lucky. Hallo, Lucky. Katze Lucky. Lucky. Oma. Keine Chance, hat kein Interesse an uns. Was mache ich mal, bevor ich rein und rausfahre in der Nacht? Besonders in der Nacht, ne? Wenn du doch mal drei. Oh, guck mal, komm, Besuch. Hallo, Muppi. Schickimaus. Und erstmal wieder alles vollpissen. Fein machst du das. So, ne? Gut. Das mit Dörrautomat übrigens. Da. So, jetzt gehen wir mal kurz rein. Deswegen mal. Komm her. Hallo. Jetzt war ich drinnen, das kleine Fütter. Komm her. Kackerchen, komm her. Kackerchen. Hochgerollt ohne. Weil der etwas hochgeht. Komm her. Kackerchen. Okay, dann machen wir das voll. Einfach hinstellen. Kommt die, so wir machen. Ihr was anderes? So, wir kümmern uns nämlich um was anderes. Also wir machen was anderes, wir kümmern uns um was anderes. Das war ein schöner deutscher Satz. Wo wir, so wir das mögen, wollen, tun, täten, 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 tun, täten, täten, täten. Ich sammle die entsprechenden Tiere ab. Ist übrigens Igelnahrung, ne? Jeder, der den Garten so gestaltet, dass sowas nicht in meinem Garten rumläuft, der tötet die Igel und damit verstößt er meiner Ansicht nach bewusst gegen den Artenschutz, gegen wie auch immer man das nennen will. Und der Igel steht auf der roten Liste und gilt wohl meines Erachtens neuerdings als besonders gefährdet. So, wir machen jetzt aber weiter. Okay, wir machen noch etwas anderes. Katzen sollen ja immer gelten gehen. Aber es geht um den anderen, wartet mal. Also mich im Allgemeinen und uns Bürger, welche in der Bürgerinitiative Lebensgrundlage Cottbus zusammengeschlossen sind, unterstützen will. Komm her, Maus. Na komm. Komm her. Blöder Sack. Nochmal, der Kater ist nicht kastriert. Quietsch, quietsch macht er da hinten. Irgendwo drin ist er. Bei mir ist ja alles ein bisschen wild. Da, da sieht er. Ich sehe ihn. Der ist nicht kastriert und ich kann mir genauso das nicht leisten wie andere Bürger, die in unserer Initiative zusammengeschlossen sind. Wir sind meistens eher Leute mit weniger Geld, die einfach nicht klarkommen in dieser Stadt, weil man einfach alles tut, was man nicht tun sollte, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten. So, wie man uns und wir uns unterstützen könnt, abonnieren, liken, teilen. Kommentieren und weitere Informationen unter dem Video. Jetzt meinen sie natürlich, Lucky, ich muss jetzt unbedingt hier rumkriechen. Ist ja schön, ne, dass eigentlich schwarze Katzen eigentlich braune Katzen sind. Seht ihr das? Wuppi! So, wir gehen jetzt erstmal aber auf die Suche. Sind wir nicht auf die Suche? Wir retten gerade Schnecken. Für den Erhalt unserer Lebensgrundlage, für den Erhalt der Artenvielfalt und auch noch, es ist eine Nahrung für Igel. So, wir sind hier auf diesem Weg jetzt.
Wir gucken mal, ne? Welche Schnecken dieses Bedürfnis hatten, loszukriechen. Nur Nummer 1, bevor sie überfahren wird, übertreten, zertreten, wird er irgendwas mitnehmen? Ja, ist schon passiert. Also wer das macht, der tötet Igel ganz einfach, ne? So, ich sammle die einfach alle ein. Tu die alle auf mein Gehöft. Da sind sie sicher. Und gut ist, hier haben wir auch eine der Schnecken, die sogenannte spanische Wegschnecke frisst. Die sind natürlich unter Naturschutz. Andere Leute ertränken die und naja, der Rest könnt ihr euch ja denken, was das bedeutet für uns. Asoziales Verhalten zum Nachteil der Allgemeinheit. Schon mal ein kleines Update, ne? Der ist schon zu Viertel voll. Es geht immer weiter hier. Na, wer kommt denn da? Der Kater. Kommst du mit? Ja, komm. Komm mal mit, ja, komm. Komm mal mit. Katerchen, komm. Ja, komm mit. Ja, komm. So, dann nehmen wir mit. Die müssen erstmal den Kater jemand anderen zeigen. Also der müsste kastriert werden. Der ist wild. Um zu verhindern, dass hier weitere mehr wilde Katzen rumlaufen, müsste er halt kastriert werden. Da die alte Oma ein bisschen gelangweilt ist, kommt der Kater auch nicht mit. Schade. Dann gucke ich ihn an. 3 Sekunden später in Richtung nach Hause kommt natürlich nackt mit, ne? Guckt euch das mal an. Es hat den ganzen Tag geregnet und trotzdem sind unter der Fichte nicht ein einziger Wassertropfen angekommen. So, okay. Jetzt gucken wir mal. So. Das ist Haufen Nummer 1. Oh. Lucky kommt hinterher und kommt natürlich gerade auch hinterher. Eigentlich ist ja unglaublich, ne? Der wilde Kater und die alte Oma. Die zeigen so viel Sympathie füreinander. Ich muss wieder aufpassen, wie die Nummer steht da vorne. Na komm, quack, quack. Kommst du mit? Komm mit. Ich sage natürlich nicht, wo das ist. Was sehen wir hier? Wir sehen hier diesen Scheiß. Rindenmulch. Was bedeutet Rindenmulch? Keine Insekten, keine Schnecken. Ist also negativ für unsere Lebensgrundlage. Ich könnte jetzt ganz viel davon filmen, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, hier zu filmen, wie Leute gegen das Grundgesetz verstoßen, also Eigentum verpflichtet. Und wenn ich dort Rindenmulch ausbreite, zerstöre ich unsere Lebensgrundlage und damit würde ich meiner Ansicht nach gegen das Grundgesetz verstoßen, Paragraph Eigentum verpflichtet. Meiner Ansicht verstößt auch dieser Zaun gegen das Grundgesetz, weil auch hier kommen die unter auf der roten Liste stehenden Igel nicht mehr durch. Daher
Das stößt meiner Ansicht nach diesen Zaun gegen den Artikel Eigentum verpflichtet und damit erledigt. Also jeder, der in Eigenheimsiedlung das tut, dass Igel keine Heimat haben, keine Unterschlupf finden, verstößt meiner Ansicht nach gegen den Paragraph des Grundgesetzes Eigentum verpflichtet. Und jetzt sammeln wir weiter mal Schnecken, die ja sonst überfahren, überlaufen oder zertreten werden würde. Hier sind richtig viele und genau neben dem Auto. Deswegen müssen die weg. Was ich hier an der Stelle schon an mehreren Stellen gefunden habe, übrigens kann man auch hier wieder die Igel nicht rein, an der Stelle schon mehr gefunden habe, mehrere Schnecken, die komplett ausgetrocknet wurden, weil sie, oh, da war eine Mücke, weil sie eben hier Pause gemacht haben und dann einfach ausgetrocknet sind. So, das war's hier. Nur mal zum Vergleich, ich kann ja nicht so da filmen. So sieht das bei anderen vom Hof aus. Hier lebt natürlich keine Schnecke und gar nicht und kein Insekt. Und als nächstes zeige ich mal, wie es bei mir aussieht. Okay, nochmal hier. Also ich könnte jetzt das ganze Streck hier so abgehen. Hier ist einfach kein Leben mehr. Kein Insekt, kein Baum, kein gar nichts. Das gehört eigentlich zur Stadt. Nicht trotzdem lässt die Stadt das zu, dass die Bürger die Fläche so veröden lassen, zum Nachteil von uns allen. Hier geht es ja vielleicht noch, aber hier gibt es nichts, hier gibt es absolut gar nichts, kein Leben. Wir sind noch nicht bei mir zu Hause, aber wir sehen, hier gibt es den ersten Bürger, der sehr vorbildlich ist, mit dem arbeite ich auch zusammen. Der ist von diesem kleinen Baum, der hier ist. Leute behaupten immer, dass ja Walnussbäume wie dieser. Ich will ja nicht zu hochfallen, ich möchte ja niemand hier weder positiv noch negativ erwähnen, persönlich. Dass die angeblich bewirken, dass Kind da drunter wächst, aber wir sehen, er wächst ja ohne Ende hier drunter. Also alles Quatsch. So, ich habe einen neuen Nachbar bekommen, die halten sich im Prinzip jetzt auch, habe ein Vorbild da und haben auch was stehen gelassen, als die Fläche rasiert haben, man könnte auch sagen gemäht haben. Und die haben auch das liegen lassen, was sie abgemäht haben. Und so sieht es bei mir aus. Vorm Haus. Komplett wild, komplett grün. Ein Paradies für Schnecken. Blühpflanzen ohne Ende habe ich auch. So, und die kommen jetzt auch hier noch rein. So. So, zum Abschluss noch die Info. Es gab Tatsache Frau, das war ziemlich weit hinten, die sich gefreut hat darüber, was sie gemacht hat. Sie wollte mir sogar helfen. Sie hat mir sogar mehr Schnecken gegeben, als ich haben wollte. Sie haben mit Schnecken wollte sie von, ah, oh, nee, ich habe gesagt, nee, die lassen ruhig die Schnecken im Habitat, die müssen da bleiben. Es gibt also tatsächlich Leute, die sich kümmern, auch nur wenn anders bezogen. Danke an die liebe, gute Frau. So, danke. Hallo, ganz zum Ende kommt, wer sich hier durchgearbeitet hat, dann ein kleines Video mit Igeln. Danke, wir bedanken uns alle zusammen, die Igel, die Mitarbeiter der Initiative Zivile Lebensgrundlage Cottbus und ich ganz besonders, dass ihr das Video bis zum Ende durchguckt. Danke. Tschüss.